Liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Weihnachtsvideo auf diesem Kanal. Und heute gibt es Call of Duty, aber nicht so ganz so, wie ihr es von mir gewohnt seid, sondern wie ihr es vielleicht schon im Titel seht, es kann wirklich witzig werden. Also, erstmal mit dabei heute ist der Protagonist des Videos, das ist der liebe André. Moin André. Schönen guten Abend, es Mario. So, ich erkläre euch mal kurz das Prinzip von heute. André, ich stelle dir jetzt zwei Fragen. Frage 1, hast du jemals am PC richtig viel Hardcore-Games gezockt? Oder normal? Nein, niemals. Frage Nummer 2. Spielst du gerne Shooter? Du hältst dich in Grenzen. Ich bin der COD-Sucht die schlechthin. Und das mittlerweile mit den Skill-Based Matchmaking hat man Lobbys, die, wo da nur Gegner kriegt, die genauso gut sind. Das heißt, ich spiele andauernd gegen Leute, wenn ich suche, die richtig gut sind. Wenn du denn auch richtig gut bist. Und ne? Jetzt passiert das Folgende. Wir gehen jetzt rein in Aimbeast. Du spielst jetzt, ich zeig dir das Aim im Aimbeast. Ich will mal sehen, wie du dich da schlägst. Und dann gehen wir in Call of Duty rein, in meine Lobbys. Und du spielst einfach drauf los. Ja, machen wir so. Das wird so wild. Okay, erste Übung. Pass auf, würde ich sagen, wir fangen mit dieser einfachen Übung an. So, ich mach dir das einmal vor. Maus, ich meine, Steuerung ist generell klar. Nein, wir fangen von vorne an. Also, mit der Maus kannst du dich bewegen. Ja. Nach oben und unten und links und rechts. Und das Einzige, was du jetzt hier tun musst, ist einfach nur die Ziele abschließen. Und zwar so. Okay. Oh. Ui. Los. War schon ziemlich genau, ne? Ja, ich mach das gerade auch mal vor, ne? Also. Ja. Ich lege einmal den Score vor und du legst nach. Alles klar. Das machen wir mit zwei, drei Übungen hier und dann gehen wir rein. Dann bist du nämlich der perfekte Aimer. So, 113. Wow. Ja, das macht er doch easy jetzt. Boah, Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Andres erster Auftritt beim Aim. Let's go. Hier geht's rauf, oder? Genau, Restart, genau. Brrr. Also erstmal, was lege ich mir jetzt als Ziel vor? Ich glaube, ich wäre mit 50 zufrieden. Ja, so 400, da würde ich mal anfangen. Ist das hochgegriffen, oder? Das werden wir gleich rausfinden. Wie viele Minuten? Du hast eine Minute. Jo. Okay. Gut, okay, auf geht's. Du musst einmal F drücken zum Start. Einmal F drücken. Und es geht los. Oh je. Alter. Okay. Das ist dann doch schon... ist doch nicht so sensitiv, wie du dachtest, ne? Nee. Das hätte besser sein können. Krass. Ah. Dann hoffen wir mal, dass die Gegner gleich einfach still stehen bleiben und nicht weglaufen. Dann wird das was. Bei meinen Lobby ist ganz viel schön. Vielleicht, wenn André noch ein paar Runden bei mir spielt, dann habe ich danach Spaß. Okay, 50 geschafft. Ich habe mein Ziel erreicht. Ja, geil. Alter Verwalter. Na, guck mal, 57. Puh. Passt doch. Das zerstört mir meine komplette Statistik hier. Jetzt ist das so ein Drop nach unten hier. Irgendwo. Das sind meine Versuche. Ja. Zweites Part beim Aim ist das sogenannte Switching. Das heißt, man kann von Ziel zu Ziel wechseln kann schnell. Ich mache einmal vor wieder. Also hier musst du quasi einmal dafür sehen, dass du... Och, die bewegen sich. Die bewegen sich und dann... Oh, man hat nur eine Sekunde Zeit, die dann zu treffen, wenn er darauf geht. Nee, ne? Die Zeit hast du unendlich, aber so. Das ist der Lebensball. Du musst sozusagen drei Schüsse treffen. Oh. Das heißt, du kannst hier gedrückt halten, das ist ganz wichtig. Ja, du hältst gedrückt das Schießen. Du musst dann einfach nur dafür sorgen, dass die Gegner hier... Ja. Konzentration jetzt hier. Drei Shots. Oh. Sound ist wie so eine Gehirnmassage. Ja, ne? Ja, yeah. Ah, so. Als ob das fast mein Rekord ist. Freddy. Krass. Was? Wie nah dran warst du denn gerade? Ja. So. Snoop Dogg. So, let's go. Restart. Abfahrt. Okay. Hilfe. Alter. Oh. Hallo. Ich bin André und ich bin auch dabei. Maus abheben gehört. Er wartet auf die. Oh. Das ist krass. Oh ja. Ist das Geräusch und Verkauf. Enemy Airstrike incoming. Ja, hier. Und war fast ein Doppelkill. Das war fast ein Doppelkill. Achso. Ja. So, 200. Guck mal, vielleicht, wenn wir aber meine erste Runde mal angucken. Ja, okay. Ja. Ja. Da unten, der fällt doch gar nicht auf. Der Punkt, fällt oder? Ja. Das.
So, und als letzte Übung noch, und das ist das, wo ich am schlechtesten bin. Da wird Sommer, glaube ich, bei mir auch gleich Geräusche machen, weil tracken kann ich gar nicht. Ich bin so scheiße im Tracken. Also es ist wirklich eine Schande, wie scheiße ich bin. Aber ich zeige es dir trotzdem einmal. Also der dritte Part ist Ziel verfolgen und auf, Ziel, auf dem Ziel bleiben, sozusagen. Oh. Oha. Ich kann nicht tracken. Aber du ballerst auch dauerhaft drauf. Ja, ja. Aber ich bin so scheiße im Tracken. Es fühlt sich, aber der ist aber auch schwierig. Okay, 323. Ich habe sogar 402 geschafft. So, André, letzter. Und danach bist du ready. Das ist das Schwierigste, oder? Ist das Schwierigste? Das ist schon das. Also einfach versuchen, das Ding zu verfolgen. Es wird toll. Oh, wie nein, gut. Nein, Alter. Okay, da braucht man einfach Glück, weil man weiß ja nicht, wohin das geht. Wo ist die Maus ist bald weg. Wie? Die Maus ist bald weg, gleich vom Tisch runtergeschlossen. Ich ist denn weg? Ey, das war eine gute Taktik mit dem links-rechts. Oh, jetzt hat er ein bisschen Taktik rausgefunden. Jetzt bist du bereit für Call of Duty. So, okay, dann würde ich sagen, das war die Aufwärmrunde, André. Und jetzt gehen wir ins Spiel rein, Menü? Ab in Call of Duty. Let's go. So, wir sind jetzt in-game und werden eine Runde Stellung oder Herrschaft suchen, in der André alles zeigen kann, was er gerade gelernt hat. Bist du hyped, André? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Auf geht's. Ich bin auch da. So, Andres erste Runde. Was ist das jetzt hier? Ah ja. Also das sind mit die roten Fahnen, das sind, ja, die, du musst die roten abschießen, ne? Das sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, reinziehen mit Rechtsklick, ne? Komm, ein Kill. Ist das nicht eine Challenge? Ein Kill? Oh ja, das kriegst du hin. Boah, kein Unterschied zum Pro jetzt mehr. Ja. Nein, was? Oh, jetzt einmal E drücken. E? Ja, dann gibst du die Spritze und das wieder heile. Ja. Aufstützen. Oh, Alter, das ist natürlich. Nee. Aber mit Leertaste kannst du da durch. Perfekt. Schöne Graffitis hier auch, ne? Durch die Tür, wir müssen nachher links was wir laufen. Perfekt. Ja, war das ein Feind? Hast du drückt! Ah! Aber, oh, du hast aber selbstständig dich umgedreht. Das war... Ah, da! Schieß! Oh, du hast Hits gemacht! Ah. Wir können das immer noch schaffen, ich glaube an dich, an der einen Kill. So. Mal sehen, ob du unsere Expectation. Oh! Okay, ja, da war ein Gegner. Nee. Was? Wo sind die? Ach, sorry. Ja, also schon mal, das war die richtige Richtung. Nicht, dass wir ihm jetzt Campen beibringen hier. Boah, da hätte ich gar keinen Bock. Weißt du, also so alle 10 Sekunden gefühlt abgeknallt zu werden. Shift kann zu springen. Ah. Oh, oh. Also wir wollen dich nicht mit Campen. Tschüss! Oh, du hast... Oh, oh. Okay, also. Rekord nachladen. Ah. Oh, ja. Okay. Ja. Oh! Ja, oh! Ah. Ah. Da, oh! Ah. Ah. Oh. Ja, da... Oh, hä? Und da links? Ah. Vielleicht sollten wir ihm doch Campen beibringen. Zieh mal rein da jetzt. Guck mal da hinten. Ah, ja. Weiter, weiter. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Assist. Erster Assist. Okay. Oh, das. Oh, ja. Ja. Was mach ich denn? Oh, schade. Alter. Das wäre der Moment gewesen. Okay. Hat der Charakter. Ja, mal losschießen jetzt. Guck mal, da ist einer. Auf dem Boden. Ja, bist lieber. Oh. Hey, aber krass. Erster Kill hier. Ja, ja. Also das ist doch also was. Der kann verkaufen gehen. Na gut, der lag da, ne? Der lag da die drei. Der, direkt. Ja, noch viel schlimmer. Oh, da wirst du von links angezielt. Da ist er nach. Oh. Ja, oh ja, gut. Ah, Assist. Guck mal, 1,18. Das ist doch also. Ja, das geht doch noch. Würde ich freiwillig nicht nochmal machen. Gleiche Map? Ah ja, nein, ich kann's. Also gar nicht. Sondern sind wir mal gespannt, wie es mit Controller läuft. Da, deine Chance. Junge, da! Ich hab ihn komplett weggeaimt hier. Habt ihr das gesehen? Tristan, hast du das Aim gesehen? Ja, ja, das war unbelievable. MLG. Oh, da, komm! Oh, let's go! Du, guck mal! Ich hab ihn nicht. Hä, doch? Du hast ihn bekommen? Doch. Du hast ihn gekillt. Hä? Habt ihr getradet oder hast du ihn anders gekillt? Ich hab ihn nicht bekommen. Du hast einen hast du aber gekillt. Aber du hast gehabt. Tristan, naja. Oh ja! Jetzt geht's aber los hier. Ja, man sieht da direkt da... die Black Ops 2 Erfahrung. Oh, oh, let's go! Oh, guck mal, Alter! Was ist denn jetzt los? Fire Streak oder was? Ja. Oh mein Gott, Dreier-Streak, Alter. Hä, das ist ja sogar besser als Mario so spielt. Alles tot. Sorry. Ja, let's go, André. Oh ja, ey, das war krass. Na, gut gepre-aimed schon mal. Gepre-fired. Oh nein, oh nein. What? Oh, ja. Finisher. Oh, der hat dich ein bisschen auseinander vergewaltigt. Was zur Hölle? Ja, der kann da die Leiter auch so wie immer. In dem Game. Also Finishing Move. Ah, da, komm mal, ja. Oh, ja, oh, let's go. Oh, ja. Na, was ist hier lang? Ja, ja, oh, jawohl, guck mal. Oh. On point.
Boah, let's go. Ja. Also wirklich clean. Ja, was? Boah, jetzt geht's aber also richtig los. Auf den Lobbys? Ja, eben. Die Lobbys, die du spielst, das sind geisteskranke Lobbys. Also. Ja. Oh, ja, let's go. Boah, wie gut. Das war richtig gut. Und da ist aber noch einer, Lobby. Aim on point, Alter. Wer braucht Aim Beast? Oder links? Oh. Ich glaube aber. Ich weiß nicht. Ja, da. Oh, gut, wie gut, wie gut. Mann, wenn der wüsste, dass du gar kein COD spielst. Oh ja, taktisches Anschleichen. Ah, okay, der hat dich erwartet, der hat dich auch gesehen. Ja. Taktisches Warten. Der hat auf dich gezielt. das war eindeutig. Ja, gut, aber das ist das Team, ne? Das du hast dich viel besser geschlagen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Kills du gemacht hast. Aber 12 Kills. 12 zu 20, Alter, das ist, ohne Scheiß, das ist gar nicht so schlecht. Das ist echt. Guck mal, der schlechteste von dem war 7 zu 23. Ja, das war gar nicht, das war legit nicht kacke. Das war, also bleibst, ist dein Eingabegerät deines Vertrauens lieber der Controller? Definitiv. Ja. Legit, also jetzt mal als wirklicher Betrachtung als COD-Spieler. Die letzte Runde, also dafür, dass du nie COD spielst und in diesen Lobbys gespielt hast, war das eine absolut solide Leistung. Oder Tristan? Ja, 10 von 10. Maus und Tastatur ist noch ausbaufähig, aber... ja, von daher... Wie war denn die Erfahrung für dich? Berichte dir doch mal eben. Also ich kann nur sagen, egal welches Spiel, mit Tastatur grundsätzlich ganz schwierig. ansonsten, wie gesagt, bin ich total der Controller-Fan und ja, erste Runde. Hat es denn Spaß gemacht mit Controller? Ja, mit Controller auf jeden. Erste Runde, gut, die ist eigentlich zum Vergessen. Ja. Würde ich freiwillig nicht nochmal machen, muss ich so sagen. Also lieber wieder Controller. Ja, auf jeden. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Ja, freut mich, dass du trotzdem mitgemacht hast, das Experiment. Ich fand das eine ganz coole Video-Idee. Und auch an alle im Discord hier danke fürs Kommentieren, für die guten Sprüche, Tristan. Ja. Genau. Ja, von daher vielen lieben Dank. Das war's für heute und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.